Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es geht um einen sehr wichtigen Auftrag für die Sicherheit und Stabilität. Und deswegen lassen Sie mich nach der Rede des Vorredners noch einmal kurz die Kernelemente darstellen. Es geht um die Umsetzung des Abkommens für Frieden und Aussöhnung. Es geht um die Wiederherstellung der staatlichen Autorität. Es geht um die Förderung der nationalen Aussöhnung auf allen Ebenen, Schutz der Zivilpersonen vor asymmetrischen Bedrohungen, Gewährleistung des Schutzes für das Personal der Vereinten Nationen, Förderung, Schutz der Menschenrechte, Schaffung eines sicheren Umfeldes für humanitäre, zivile Entwicklung, Projekte zur Stabilisierung, Waffen- und Munitionsmanagement. Meine Damen und Herren, dieser Auftrag in Mali ist eingebettet in einem umfassenden Stabilitäts- und Sicherheitskonzept. Und deswegen geht es darum, deutlich zu machen, dass in dieser Sahelzone Stabilität notwendig ist, weil die Konsequenzen einer Destabilisierung sonst nicht nur die Menschen dort betreffen würde, sondern auch Konsequenzen für Europa hätte. Und deswegen ist es gut, dass es eine 5G-Sahel-Einheit gibt aus Mali, aus dem Tschad, aus Mauretanien, aus Niger. Und um deutlich zu machen, hier wird Verantwortung übernommen für eine ganze Region, die für uns von so besonderer Bedeutung ist. Ich kann nur deutlich machen, dass der Besuch unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht nur Anerkennung war, sondern auch einen klaren Lageblick gegeben hat, dass die Nationen dort neben der Ausbildung auch Ausrüstung brauchen, um ihren Beitrag zu erfüllen, den Deutschland gerne unterstützt. Und deswegen will ich noch einmal sagen, die eindimensionale Sicht, die es eben gab, wird der Verantwortung Deutschlands nicht gerecht. Es sind dort 60 Nationen in Mali im Einsatz, unterstützt auch durch EUCAP Sahel, durch EUTM Mali. Das bedeutet 13.000 Soldatinnen und Soldaten, 1.700 Polizeikräfte, 1.200 zivile Mitarbeiter, die gemeinsam einen Beitrag leisten, dass Mali stabilisiert ist und dass damit die gesamte Region stabilisiert ist, weil es um ein Schlüsselland geht. Und deswegen ist es gut, meine Damen und Herren, dass wir diesem Antrag der Bundesregierung und dieser Mandatierung zustimmen. Die Bundeswehr ist dort aktuell mit 900 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, und das Mandat umfasst einen Umfang von bis zu 1.100 für den Objektschutz, für Aufklärungskomponente. Dort herrscht Sand, Staub, Weite. Und unsere Soldatinnen und Soldaten leisten dort einen sehr bedeutenden Beitrag unter gefährlichen und erschwerten Bedingungen. Aktuell herrscht dort 40 Grad Celsius, nachts bis zu 30 Grad. Und ich werde deutlich noch mal sagen, dass wir nicht die Arbeit der Soldatinnen und Soldaten, wie mein Vorredner, ins Lächerliche ziehen, sondern wir sagen herzlichen Dank für die Arbeit. Diese Arbeit ist unverzichtbar für die Sicherung und Stabilität, meine Damen und Herren. Und deswegen unterstützt die CDU/CSU auch unsere Bundeswehr, wo sie nur kann. Und wie eine solche Unterstützung aussieht, will ich Ihnen sagen. Die Bundeswehr ist dort im Einsatz mit dem Heron. Und wir wollen diesen Heron weiterentwickeln, der ermöglicht, ein umfassendes Lagebild zu bekommen, auch auf Distanz, ohne dass wir unsere Soldaten gefährden. Und wir wollen, dass dieser Heron mit der modernisierten Ausstattung Heron TP weitergeführt wird. Die Ausbildung dazu läuft. Und ich sage zusätzlich auch noch einmal ganz deutlich für die Union. Und wenn es notwendig ist, dann wollen wir auch, dass man mit dem Heron bewaffnet agieren kann, um unsere Soldatinnen und Soldaten zu unterstützen. Und das ist ein weiteres Indiz dafür, dass wir bereit sind, unsere Unterstützung für die Soldaten zur Verfügung zu stellen, wenn es denn sein muss. Denn am Ende ist eins von unverzichtbarer Bedeutung, der Schutz unserer Truppe. Meine Damen und Herren, das sind wir auch den Familien schuldig. Insgesamt geht es darum, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Land, für Deutschland, für die Bündnisverteidigung, aber auch für die Konfliktbewältigung und für die Stabilisierung dort, wo es notwendig ist. Mali hat eine Schlüsselfunktion. Mali ist von besonderer Bedeutung für die Sahelzone. Und deswegen geht es darum, dort Stabilität zu erzeugen. Denn nur mit einem stabilen Mali können wir einen Beitrag leisten,
damit Konflikte nicht zu uns kommen, damit wir Frieden und Freiheit bewahren können, meine Damen und Herren. Wir bitten um Unterstützung und um Zustimmung für dieses so wichtige Mandat. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Otto. Als nächster Redner hat der Kollege Dr. Markus Faber, FDP-Fraktion, das Wort.